Hallo, heute kommt ein neues Video von mir. Und zwar dachte ich, dass ich euch heute mal mitnehme, weil ich heute nach Nürnberg gehe. Ich werde so viel filmen wie möglich. Ich filme heute mit meinem Handy und diesem coolen Selfie-Stab. Ja. Und ja, das sieht ja mein Outfit sehr schön, sehr casual. Und ja. Ich bin jetzt wieder mal spät dran. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen und dann melde ich mich einfach später, wenn ich in Nürnberg bin oder irgendwann mal. Peace. Wir sitzen jetzt im Auto. Ich esse den noch. Beste Freundin ist auch dabei. Und ja, ich bin heute hier die Frau am Steuer. Ich muss jetzt warten, bis die anderen fertig sind, dass ich weiterfahren kann. Ich fahre heute das erste Mal in eine Großstadt. Ich bin schon irgendwie voll aufgeregt. Aber naja. Kann man das hoch? Nee, kann man nicht. Naja. So. Ich kann nicht so filmen. Ich mag das nicht. Jetzt kommen da auch noch Typen. So, wir sind jetzt in Nürnberg angekommen. Wir hatten jetzt vorher noch einen Termin. Und ja, ich sehe aus oder so. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen shoppen und später gehen wir in die Ikea und dann melde ich mich einfach da nochmal. So, wir sind jetzt in der Ikea. Vorher waren wir jetzt noch in der Innenstadt, da habe ich auch einen ganz lieben Zuschauer getroffen und jetzt waren wir erstmal Mittagessen und ja, schön spannend hier. Nice Outfit girl. Of the day, Alter. Oh, Outfit of the day. Jetzt kommt dann die Kinderabteilung und dann gehen wir nach unten. Hallo, ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum geht der Vlog hier daheim weiter? Ich war letzte Woche in Nürnberg mit meiner Freundin und mit meiner Familie und ich habe einfach viel zu wenig gefilmt und deswegen dachte ich mir, filme ich jetzt noch. Und zwar ist jetzt gleich 12 Uhr und ich bin heute früher von der Schule heimgegangen, weil ich gestern auch schon nicht in der Schule war und mir es dann heute doch noch nicht so gut ging und deswegen bin ich jetzt noch mal heim, um mich ein bisschen auszuruhen. Ich mache mir jetzt gerade Essen, Spinatnudeln vom Edeka aus der Tiefkühl. Ja. So macht man Essen heutzutage. Nee, ich habe jetzt nicht so Lust, mir was zu kochen. Ich bin noch ganz schön kaputt und mein Kreislauf spielt da noch nicht so mit. Und deswegen mache ich mir jetzt Essen und danach mache ich mir noch einen Tee und lege mich dann ins Bett und ruhe mich aus, dass ich dann morgen wieder fit für die Schule bin. Und ja, heute ist der 1. Dezember, das heißt, es sind nur noch 24 Tage zu Weihnachten. Und ich bin schon kräftig am Überlegen, was ich denn alles für Geschenke kaufe. Zum Beispiel für meinen Freund habe ich schon mein Geschenk, für meine ganze Verwandtschaft, für meine Omas, für meine Mama, für meinen Papa, Bruder, beste Freundin, alles muss ich mir noch überlegen. Und ja, ich finde es jetzt blöd, dass ich schon wieder krank bin. Dieses Jahr habe ich kein gutes Immunsystem. Ich bin normal einmal im ganzen Winter krank und jetzt bin ich schon das zweite Mal krank. Kommt aber auch davon, dass ich am Wochenende ungefähr 1,5 Stunden lang in der Kälte stand, weil ich keinen Heimfahrer gefunden habe. Ja, so ist das Leben, ne? Und jetzt mache ich mir mal meine Nudeln. Die wollen jetzt nämlich umgerührt werden. Die sind echt lecker. Die kosten, ich habe voll die coole Hose an, die kosten nur 1,79. Das ist so ein Tiefkühlbeutel. Und diese coolen grünen Batzen da ist der Spinat und der löst sich jetzt noch von der Wärme auf. Und dann sind es echt leckere Nudeln, wenn man echt mal keine Zeit hat zum Kochen, ist es perfekt. Und heute Abend gibt es, glaube ich, Tacos zum Essen. Habe ich mir nämlich als Essen gewünscht. Ja. So ist das Leben, ne? Jetzt muss ich das hier mal schnell auf 9 stellen, dass das ein bisschen schneller aufheizt.
Ihr habt es ja sicherlich, oder viele von euch haben das schon mitbekommen, mit diesem Fake-Account auf Instagram. Das hat alles schon vor ein paar Wochen angefangen und es war dann alles noch ein bisschen anders. Und jetzt hat die Person halt das Account umgeändert in, ja, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber in einen sexistischen Ausdruck. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so nennen kann. Und ganz viele haben die jetzt schon gemeldet. Ich hoffe, das Profil geht bald weg. Ich war damit auch bei der Polizei jetzt schon das zweite Mal. Und darüber werde ich aber bald ein extra Video machen. Und ja, jetzt werde ich mal meine Nudeln weiterrühren. So, ich habe mich jetzt in mein Bett gelegt, habe jetzt meine Nüdelchen und werde die jetzt essen. Und dabei werde ich Fernsehen schauen. Ja, eigentlich wollte ich heute schon mein Video für die Glitzember Girls, das ist eine Serie mit ganz vielen anderen YouTubern, drehen. Aber wenn ich so krank bin, kennt ihr das? Ihr fühlt euch hässlich, ich fühle mich, ihr fühlt euch genervt, dass ihr krank seid, schwach und alles. Und da habe ich irgendwie keine Lust, so ein aufwendiges Video zu drehen. Und ja, deswegen werde ich jetzt erstmal essen und mich ein bisschen ausruhen, weil man muss sich ja ausruhen, um wieder gesund zu werden. So, ich habe jetzt ein bisschen geschlafen. Mir geht es jetzt schon ein bisschen vom Kreislauf her besser. Jetzt schaut euch mal das Licht in meinem Zimmer an. Es ist richtig dunkel und nebelig und gar nicht schön. Also man kann keine Morgenroutine mit Tageslicht filmen. Ich schaue jetzt gerade den Vlog von Ankara und schaue mir dann noch ein paar Videos an. Und dann überlege ich, ob ich ein Video drehe, weil auch da, wenn ich krank bin, muss ich ja trotzdem ein Video drehen. Dann schaue ich mal. Ich melde mich mal wieder zurück, total ungeschminkt mit einem Dutt und so einem langen Longsleeve. Und jetzt habe ich schnell noch mal eine Jogginghose drüber gezogen. Ich bin jetzt schon seit ganzen 2 Stunden am Drehen für mein neues Video. Ich drehe ja eine Morning Routine Winter Edition. Jetzt habe ich gerade meinen Pancake-Teig gemacht, weil ich will in der Morning Routine einfach so meine Weekend-Routine zeigen. Zum Beispiel ist meine Weekend-Routine, dass ich mich nicht dusche oder so. Das mache ich immer abends. Und wenn ich wirklich mal daheim bin, was ich nicht oft bin am Wochenende, dann gönne ich mir wirklich mal Pancakes oder so. Das ist wirklich meine Routine, also weil viele überheben ja die Morning-Routine total. Und irgendwann werde ich aber auch mal eine echte Morning-Routine drehen, wie die da bei mir ausschaut. Und ja, jetzt mache ich mal weiter. So, ich habe jetzt das Video soweit fertig gedreht. Habe mich dann auch jetzt... Oh mein Gott, mein iPhone wäre mir gerade das erste Mal fast runtergefallen. Also ich habe das Video jetzt fertig gedreht, habe ich jetzt dann so alltagstauglich angezogen, ne, und wollte jetzt noch so mein Outfit drehen und dann schaue ich auf die Uhr und 5. Ist draußen natürlich schon dunkel, habe jetzt schon mein Roller zu gemacht, jetzt kann ich mein Outfit nicht mehr drehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das überhaupt noch ans Ende packen soll oder das Video einfach so beenden soll. Das ist mein Make-Lippenstift übrigens. Ich hoffe, das kann man die Farbe so einigermaßen erkennen. Und jetzt ziehe ich mich wieder aus, räume meine Lichtlampe und alles auf, drehe dann noch ein Video, das noch vor der Morning Routine ankommt und dann drehe ich vielleicht noch ein Video. Ich bin aus der Puste. Und werde dann heute, denke ich mal, nicht mehr viel machen. Vielleicht kommt später noch Marco. Aber dann werde ich diesen Vlog jetzt mal beenden, weil dann lade ich den heute noch hoch. Lade dann übermorgen das Haarvideo mit den Extensions hoch. Das musste ich nämlich auch noch drehen. Und dann kommt am 8. schon das Video, die Morning Routine. Ich hoffe, die ist was geworden. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so eine Arbeit erledigt und denkt, hoffentlich ist das jetzt gut geworden und habt ihr irgendwie voll Angst. Ja. Dann beende ich jetzt mal den Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Vlogs wollt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Dann kann ich auch jetzt über die Weihnachtszeit mal ein paar filmen. Und dann wünsche ich euch noch jetzt einen schönen Tag, Abend, wann ihr das Video auch schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.